Damit auch willkommen zurück an die YouTube-Leute zu einem ungeplanten Hiragana Warrior-Chapter. Ja, eigentlich hatte ich heute, wie gesagt, nicht vor, Hiragana Warrior eine neue Lesson zu machen. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen grinden. Also ich wollte die alten, die wir schon haben, die wollte ich mir nochmal angucken, beziehungsweise ich wollte dann ein wenig leveln. Problem dabei ist, der Safe State ist genau hier. Nämlich im, bereits in der neu angefangenen Lesson. Das heißt, ich kann nicht grinden, ohne diese Lesson gemacht zu haben. Ja, und deswegen, ja, bin ich hier. Deswegen jetzt doch, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, jetzt eine Lesson Hiragana Warriors. Okay, na gut, ich bin gespannt. Vor allen Dingen sind wir jetzt, glaube ich, beim tatsächlich schwierigsten Character Set. Nämlich Nani Nuneno. Aber gut, probieren wir es. I will go through each character individually and teach you how to write it and pronounce it. And mir ist scheiße warm und ich mache das Fenster auf. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So. At the end of this chapter, Nani... Ja, am Ende des Chapters kann ich Nani schreiben. Nani heißt was? Also von wegen, oder wie bitte? Nani, was? So ein, hä? Nani? Ja. At the end of this chapter, we will have a quiz, so do your best. Ja. Da haben wir unsere fünf neuen Hiragana. The characters we are learning in this lesson are Nani Nuneno. These characters follow your pattern of A, I, U, E, O. Und ich finde, von allen bisher Dagewesenen sind die eindeutig am schwersten zu schreiben. Ich bin mit, wie gesagt, mit meinem Buch bin ich noch nicht so weit. Aber es ist ja nicht schlimm. Also, ich meine, das Buch bringt mir zurzeit ziemlich viel Grammatik bei. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn ich schon mal die weiteren Hiragana-Zeichen kenne. Ich habe eine sehr gute neue App, die ich euch empfehlen kann, wenn ihr Hiragana lernen wollt. Also nicht, wenn ihr Japanisch lernen wollt, sondern wenn ihr Hiragana lernen wollt. Weil die euch unglaublich gut verfestigt die Zeichen unheimlich gut. Aber dazu komme ich gleich. Ich werde sie euch nachher noch zeigen. You will hear examples of how to voice these syllables as we continue. Yeah. Here's our first new character. Na. 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 Das ist Na. You pronounce this as Na. 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 Ja, nee, hatte ich nicht vor, Syr. Hatte ich nicht vor, aber ich bin gerade gezwungen. Also ich bin... ich wollte grinden und kann nicht grinden, Syr. Das Problem ist, dass der Safe State in der Lesson drin ist. Und das heißt, ohne dass ich diese Lesson mache, kann ich nicht grinden. Ich wollte ja an sich nicht weitermachen, sondern ich wollte das, was wir bis jetzt gemacht haben, wiederholen. Schrägstrich, ich wollte ein bisschen leveln, weil ich ein bisschen underleveled bin. Kann ich nicht, ohne die Lesson gemacht zu haben. Und deswegen mache ich gerade tatsächlich doch nochmal die Lesson. Ja. Practice writing it. Wer kann dich zwingen? Ja, wie gesagt, ich will grinden bei dem Spiel. Und das kann ich gerade nicht, weil der Safe State in der Lesson drin ist. One more time. Interessanterweise hat der da jetzt aber auch irgendwie kein... Also... Da... Sind gerade auf dem Heimweg. Das Spiel zwingt mich quasi. Ja, genau. See writing animation again. Ich habe echt Schwierigkeiten, diese... Also, wie gesagt, ich glaube, das ist das schwerste Character-Set, was... Ich, was bis jetzt. Also halt erst der Strich und dann. Ach du Heilige. Also, ich meine, das Kreuz da, das etwas schiefe Kreuz ist ja kein Problem. Dann den Strich nicht vergessen und dann. Okay. Practice writing the character now. Some tips. The title dash in three strokes can be attached by stroke 4 or made separate. Depending on the font. Ja. Also, ja. Unterwegs Stream gucken ist dekadent. Okay. Pronunciation? Ja. Na. Ja. Ich werde, glaube ich, ziemlich lange brauchen, um diese fünf Zeichen, die jetzt kommen, wirklich drauf zu haben. Ich habe zurzeit... Jeden Morgen übe ich zurzeit Hiragana, kann ich euch
gleich, wie gesagt, mehr zu erzählen. Das ist nie. 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 Let's practice writing it. Okay. Okay, das ist nie. Nie ist ja an sich nicht so schwer. One more time. Practice writing the character. Bin ich gerade dabei, dankeschön. Continue lesson. Get ready for the next character. Ja, Brezel. Brezel. Nu. Von Su. Nu. 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 Okay, nu. Nu. Let's practice writing it. Nu. Wie soll ich das denn? Brezeln. Okay. Ich male eine Brezel. Also ich male hier einen Strich. Ich male. Ich sag nicht, ich schreibe, sondern ich male. Ich male hier einen Strich. Und dann versuche ich das so. Das erkennt doch nie mehr jemand als nie. Als nu. Okay, also das ist... Da kommt ein Strich. Geil. Okay. Wie gesagt, wie ich finde, das absolut schwerste Character-Set. Und es ist noch nicht vorbei. Ich habe die Characters übrigens vorher nicht gelernt. Das will heißen, die sind auch für mich vollkommen neu. Sieht aus wie VR. VR. Also das V sehe ich. Bei dem R bin ich mir gerade... Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du das R... Wo du das R herholst. Aber ja, okay. Das ist Nu. Okay, das mache ich, glaube ich, nicht breit genug. Okay, das ist Nu. Oh Gott, das sieht aus wie eine Brezel, die irgendwie verrutscht ist. Egal, okay. Also wirklich, für mich ist das jetzt eine Y und eine 2. Also ich mache ein Y und dann wird es eine 2. Eigentlich perfekt. Ich mache daraus eine Y2. Nur dass der Y... Okay, lassen wir das. Pronunciation again. Das ist Nu. Continue lesson. Wir machen das mal ein bisschen schneller hier. Get ready for the next character. Nee. Nee. Was ist das denn? Nee. Nee, let's practice writing it. Jetzt bin ich gespannt. Das wird schon wieder eine 2. Also, ich mache einen Strich runter. Dann mache ich eine Art... So schlimm sieht das gar nicht aus, was ich hier gerade gemacht habe. Es ist so schlimm. Ich mach die Dinger nicht ganz richtig. So schlimm sieht das jetzt gar nicht aus. One more time. Ja, so schlimm sieht das gar nicht aus. Hätte ich jetzt schlimmer gedacht. Das ist, was ist das? Ne. Ne ist das, ne? Ne. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir merken soll, dass das ne ist, aber das ist ne. Das sieht bei mir so aus, wie als wäre es nicht gewollt. Ich zeichne grauenhafte Ness. Okay. Du merkst es dir einfach, so mache ich's.
Danke, danke, Doc, danke. Das baut mich auf. Das baut mich absolut auf. Nee. Nee. Continue lesson. Get ready for the next character. No. No, no. Oh, no finde ich gut. No. No. No ist gut. No, no ist toll. Ich mag No. No ist gut. Ja, No finde ich gut. No finde ich super. No. No ist toll. No, no ist, No ist, muah. No ist gut. Das ist ja one stroke, one easy stroke. Muah. No ist. No ist, ich liebe No ist. Ich liebe es, Nein zu sagen. No. Mon ami. Ja. No. Es wird dir noch zweimal in abgeänderter Form begegnen. Ja, gut. Practice writing a character now. Some tips. Write the hiragana with one stroke. The first part is nearly a straight line. Then it begins to curve. Okay, also. Ja, okay. Moves outward. Continue lesson. That's it. We finished this set of hiragana. Whew, okay. These five characters, Na, Ni, Nu, Ne und No, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, are all quite commonly used, so be sure to memorize them. We've now finished this set. From this lesson we have learned a total of 5 new hiragana. You obtained study guide 5. Oh, was? Der, oh, die Lesson ist vorbei. Ist das geil. Also im Sinne von, es kommen keine 5 neueren durch Dakuten? Okay. Was ist denn mit Mami, Mume, Mo? That wraps up this lesson. Great work. As usual, get ready for the quiz. Question 1. What is this character? Das ist doch ganz klar ein... Nu. Ja. Das ist ein Nu. Das ist ein Nu. Correct, well done. Question 2. Question 2. What is this character? Das ist ganz eindeutig ein, das erste. Na, na, na. Das ist das erste, was wir gelernt haben. Na. Na. Correct, well done. Question 3. What is this character? Das ist, Moment, lass mich nicht lügen. Es ist ein, No. Nein, es ist Ne. Shit, damn it. Es ist Ne. Natürlich ist es Ne. Correct, well done. Question 4. What is the character for the English sound? No. Ja, das ist jetzt relativ simpel. Das ist mein wunderschönes Zeichen hier. Well done. Question 5. What is the character for the English sound nie? Das müsste dieses hier sein. Nein, das ist dieses hier. Dieses hier, dieses hier, dieses hier. Das ist nie. Und die Musik ist mal wieder durchdrehen. Was ist, wenn sie das tut, tatsächlich? So, ja genau, das untere habe ich ja, genau. Correct, well done. Congratulations, you've completed the quiz. Let's take a break from our study for now. Head into town and relax. If you need to stock up on items or equip, be sure to do so. When you finish exploring the town, come find me and you, we will continue our study. So, und hier kommt genau das Problem. Ich wollte ja, eigentlich wollte ich doch nur grinden. Weil ich finde, ich bin gerade ein bisschen zu schwach. Und deswegen, ja. Jetzt möchte ich euch ganz kurz etwas zeigen. Für dieses Zeigen werde ich mal eben... ja, ich möchte euch kurz was zeigen. Und zwar, was wir gegrillt haben. Nein, okay. Ich wollte euch jetzt... Falsches Bild, Moment. Falsches Bild. Was ich euch zeigen möchte, ist eine App, die heißt, gute Frage, Moment. Ich möchte euch kurz eine App zeigen, für die, die es wirklich interessiert. Eine App, mit der man wirklich nicht Vokabeln oder sowas lernt, sondern tatsächlich ausschließlich Hiragana. Und das, wie ich finde, unglaublich gut. Seitdem kann ich sämtliche Hiragana, abgesehen jetzt von den Nina, Ninu, Nu, Nani, 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 Nu, Ne, No, weil die hatte ich ja noch natürlich noch nicht. Aber alle anderen
habe ich seitdem richtig gut drauf, weil ich jeden Morgen tatsächlich, jeden Morgen lerne ich in der Bahn. Jeden Morgen in der Bahn, 25 Minuten lerne ich Hiragana. Die App heißt, ich weiß nicht, ob man das, ich muss dafür die Bildschirmhelligkeit runterstellen oder hochstellen, runterstellen. Die App heißt, es ist zu hell. Die App heißt Hiragana Learn Japanese. So ein Symbol ist das. Und diese App ist unglaublich gut. Es hat drei verschiedene Arten. Es hat einmal Choose the Hiragana, dann hat es Write in Romaji und Write in Hiragana. Choose the Hiragana, da habt ihr dann die Auswahl von wegen welche Töne oder welche Laute ihr haben wollt, beispielsweise K und S und K, G, T, D. Das sind die, die ich jetzt schon alle gemacht habe, aus dem einfachen Grund, weil ich die ja alle schon kenne. Wenn man jetzt beispielsweise eins auswählt, dann kommt da, dann sagt sie, beispielsweise hier in dem Fall sagt sie Su. Und man muss sagen, welches von den vieren ist denn jetzt zu. Also in dem Sinne wäre jetzt hier oben rechts. Und dann geht's weiter. Dann ist das nächste ist E. E ist dann das da oben rechts und so weiter und so fort. Es gibt noch zwei weitere Modi. Das eine ist Write in Romaji. Da habt ihr dann auch wieder die Auswahlmöglichkeit, welche ihr lernen wollt. Und dann zeigt er euch das Hiragana an. Und dann müsst ihr halt in Romaji schreiben. Also das hier in dem Falle wäre beispielsweise K. Also dann schreibe ich hier KA hin und dann würde ich das abschicken und dann sagt er mir, das ist falsch, weil das ist GA und nicht K. Sauer. Da habe ich gerade richtig gefailt, richtig gut gefailt. Und das zweite ist halt tatsächlich Write in Hiragana. Da ist es richtig schön. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt am Anfang wirklich, also hier ist jetzt O und ihr habt das gesamte Zeichen. Und dann malt ihr das Zeichen nach. So, und wenn ihr das Zeichen nachmalt und dann kommen halt andere Zeichen und irgendwann kommt beispielsweise, jetzt ist hier O, aber es sind nur noch Punkte. Da sind ein paar Punkte. Und wie man jetzt beispielsweise sieht, bei dem O ist jetzt hier beispielsweise, jetzt habe ich zwei Punkte gerade verbunden. Das ist der erste Strich, den man beim O beispielsweise macht. Und es werden halt immer weniger Punkte. Es werden immer weniger Punkte, die einem Anhaltspunkte geben, wie das Zeichen denn jetzt genau aussieht, bis es wirklich gar keine Punkte mehr sind. Dann steht da nur noch O und man muss das Zeichen komplett aus Freihand nachzeichnen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute App. Ich, wie gesagt, ich lerne damit jeden Morgen 25, 30 Minuten. Ich mache zwei so Kurse pro Morgen und seitdem habe ich die tatsächlich alle ziemlich gut drauf. Die, die wir bis jetzt gemacht haben. Die neuen habe ich halt noch nicht gemacht. Kann ich nur empfehlen für die, die es wirklich interessiert. Die App ist für mich sehr, sehr sinnvoll. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich hier irgendwie noch eine Quest habe. Du bleibst bei Kanji Study. Kanji Study habe ich runtergeladen und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also ich bin mit der App nicht klargekommen. Ich komme dann nur auf Kanjis und nicht auf irgendwelche Hiraganas leider. Deswegen, ich hatte mir das ja angeguckt, was du geschickt hast. Ich keine Ahnung. Wohin wollen wir denn als nächstes? Ach so. Ich könnte jetzt halt ein bisschen grinden, aber das wollte ich ja eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich grinden, aber jetzt bin ich ja schon hier in der nächsten Lesson. Das ist mein Problem gerade. Hello again. What would you like to do? Continue with new lesson? Ich möchte erstmal speichern. Und zwar nicht hier, sondern mal hier. Du gehst auf Kanna. Wie kannst du das nicht finden? Was denn? Und Kanna? Was bringt mir denn Kanna? Hello again. What would you like to do? Continue with the new lesson. How was your day in town? You must be ready to continue. Explore the world map and travel to our next destination. We want to visit the Ghoul Ruins. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich möchte. Eigentlich möchte ich tatsächlich ein bisschen grinden. Ja, aber dann hast du ja doch wieder auch nur Katakana. So, die haben wir gelernt und ich weiß, wie gesagt, mittlerweile habe ich die richtig drauf. Da haben wir nämlich ein
D. Dann haben wir also von oben nach unten ein D. Dann haben wir da ein Da. Und ich hoffe, dann sind die beiden schon mal weg. Ach so, und das nächste ist ein Chi. Und ich habe gerade... Ach so, der war schon... Ne, der war tot, deswegen habe ich... Okay, ich war zu stark gerade. Ja, und Erik greift natürlich jetzt wieder falsch. Ja, ich hätte nicht zwei auf einen gehen sollen. Das ist natürlich ein Chi. So, und das wollte ich eigentlich mal. Ich wollte eigentlich ein bisschen leveln. Aber interessanterweise bin ich jetzt schon wieder unglaublich stark. Wie kommt das? Hab doch geschrieben, du hast beides. Was habe ich beides? Ja, nein, nein. Wie gesagt, in der App. Ich kann dir das auch... Nee, ich habe die App schon wieder deinstalliert. Ich finde die App sehr unübersichtlich. Also ich habe nichts gefunden. Ne? Chi ist das erste. Das zweite ist ein T. Wenn ich es finde, ein T. Und das dritte ist ein Su. Beziehungsweise ein... Ja, ein Su, aber mit D natürlich. Und jetzt die Frage, wen greift Leon auch noch an? Ich sag jetzt mal, wer ist denn der Schwächste von uns allen? Keine Ahnung. Greifen wir das Su D an. Ich hätte natürlich das T angreifen sollen. Also Misaki ist die Schwächste, so viel ist schon mal klar. Da haben wir also das T, T, T. Mach das T fertig. Aber jetzt bin ich wieder so unglaublich stark. Das verstehe ich nicht. Ich werde mal eben tatsächlich mal eben Level 11 machen hier und dann gehen wir ins nächste Gebiet, da wo wir eigentlich hinwollen. Wie war das nochmal? Von links nach rechts oder von wo nach wo? Also von links oben nach rechts unten. Wäre es oben ist ein Zu, darunter ist ein Chi, rechts ist ein Ta und darunter ist ein Su. Ja. Wenn ich jetzt nicht ganz doof bin, aber ich glaube, ich bin nicht ganz doof. Mal gucken. Ta. Achso, was mache ich denn hier? Einfach mal Ta sagen. Zu. Das ist ein Zu. Du greifst mal... Ja gut, du greifst mal das... Kannst das Ta angreifen? Nein, 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 das ist nicht das Ta. Das ist das Ta. Erik kann das Chi angreifen. Und Leon kann das Su angreifen. Und das reicht alles nicht. Autsch. That's bad. That's seriously bad. Ich krieg keinen einzigen von denen tot. Doch, krieg ich wohl. Wieso krieg ich die beiden tot und die... Oh, ja. So, du greifst das Su weiter an, du greifst das... Nein, du greifst das Ta bitte weiter an. Dann einer von euch hilft dann mal eben bei dem... Nein, nicht Zu, sondern... Zu... Nichts, nicht Su, sondern Su. Und du greifst das Ta mit an. Gut. War jetzt minimal gar nicht so geplant oder so, aber gut. Wie gesagt, ein Level mache ich hier. Das heißt, ich gehe auch schon mal Richtung Ausgang. Ja. WBL da. Dort haben wir von oben ein Do-De-Zu. Do-De-Zu. Wie gesagt, ich habe die mittlerweile durch diese App tatsächlich unglaublich gut drauf. Was ich echt... was gut ist, weil ich habe...
Nächste Woche bin ich bei meiner ersten Japanischstunde. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also für die es nicht wissen, ich habe mittlerweile durch einen interessanten Zufall eigentlich, durch einen unglaublichen Zufall, habe ich jetzt einen Japanischlehrer. Also jemanden, der mir Nachhilfe in Japanisch quasi beibringt. Wo ist mein Zoo? Was die anderen machen, ist eh egal. Entschuldigung, Eric macht jetzt das Falsche, aber er kommt da eh nicht mehr dran. Und da haben, ja, drei von denen haben Level Up, das sollte erstmal reichen, das passt schon. Okay. Dann pennen wir eine Runde. Und dann gehen wir halt in das Kapitel, in das wir eigentlich gehen sollten. Ich würde gerne mehr Quests haben. So, irgendwie irgendwas Schönes, irgendwas Tolles. Ich würde unglaublich gerne noch irgendeine Quest haben. Fände ich cool. Finde ich echt gut. So, wir wollen in die Ghoul-Ruinen. Und ich bin gespannt, wie... Auch die schon wieder. Sollen wir da jetzt hinterher? There was the woman we met in Dorfin Town. What is she doing here? Hmm. We should definitely follow her. Natürlich. Natürlich folgen wir ihr. Immer die schlauste Idee. Und wetten, in diesen Kisten hier ist irgendwas drin, was ich gleich finden muss. Okay. Neue Hiragana. Jetzt muss ich mich... Die kann ich noch nicht auswendig. Und das erste ist klar. Das erste ist ein... No. Und ich greife jetzt mal lieber mit zwei Leuten mit No an. Das zweite Zeichen ist ein Na. Und das dritte müsste ein Ni sein. Hoffe ich. Ich versuch's einfach mal. Greifen wir mit Na und Ni an. Also Na. Und das ist dann Ni. Wie gesagt, da bin ich noch nicht. Die hier habe ich gerade eben zum allerersten Mal. Oh. Oh. Okay. Okay. Und da unten haben wir das Nie. Das einzig Gute ist, das Nie kann ich relativ einfach erkennen, weil das Nie auch dem I schon ähnelt. Okay, eigentlich auch wieder nicht so wirklich, aber... Oh, geil. Ja. Pustekuchen. Ignoriert, was der komische Mann hier sagt. Und Claire schläft einfach ruhig weiter. Geil. Geil. Erik hat sein Level Up, das ist gut. 480 Erfahrungspunkte. Ding jetzt bekomme ich hier. Ich weiß nicht, wie einfach ich hier wirklich durchgehen sollte, ohne... Also ich weiß nicht, ich habe Angst, tief zu gehen, muss ich gestehen. Also von oben nach unten, nach oben, nach unten wieder. Also ich habe schon wieder die Cam nicht geflippt, ne, sehe ich gerade. Wir haben links oben erstmal ein Ni. Das würde ich gerne als erstes mal weghaben. Dann haben wir darunter ein No? Ein Nee. Darunter ist ein Ne. Glaube ich? Ja doch. Wo ist ein Ne? Ja doch. Das müsste eigentlich ein Ne sein. Bitte lass es ein Ne sein. Und dann haben wir oben rechts nämlich dann das Nu und da unten wieder das No. Und da schläft schon die erste wieder. Sehr schön. Nee. Und du greifst bitte auch das Nee an. Jetzt haben wir leider auf jeden Fall was übrig. Und ich befürchte, jetzt gleich schläfert der nächste schon wieder ein. Da haben wir das Nu. Ich glaube, ich greife auf jeden Fall zweimal das Nu an. Und Leon versucht es noch mit dem No. Ich weiß nicht mehr, wie wir es abgesprochen haben, Doc. Das ist das Problem. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt wird's minimal witzig, weil... Ah, Claire ist wieder aufgewacht. Man mag es ja kaum glauben. So, Nu. Du greifst auch Nu an, weil ich glaube, du schläfst als erstes wieder ein. Einer weniger und bitte der zweite weniger.
Oh, Misaki stirbt gerade. Auch interessant. Misaki ist gerade am Sterben. Das ist natürlich schlecht. Okay. Ein bisschen geheilt. Ich möchte auch mal eben hier safen, vorsichtshalber. Ja, in Fall 3 ist jetzt egal. Ist egal wo. Ich weiß nur nicht, wo ich hier hin muss. Da oben geht eine Truhe und noch mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung gerade, wo wir hier sind. Nenu. Find's gerade frustrierend, dass SO, also so, das einzige Zeichen ist, an das ich mich nicht aus dem Stegreif erinnere. Das ist das Z mit dem C unten dran. Also, das ist, warte, von euch aus gesehen, ne, Moment, von euch aus gesehen ist das... Nee, so, naja, nee, ähnlich. Also, für mich ist das ein Z mit einem C unten dran, das so. Aber ich merke mir die Sachen sowieso alle ein bisschen merkwürdig vielleicht. Ich möchte hier niemanden irgendwie dazu bringen, sich die Sachen so zu merken, wie ich sie mir merke. Und hier haben wir einen Nenu. Was malst du da gerade für... Nenu und No. No. Nee, das ist doch kein No. Nein, das ist kein No. Was mache ich denn hier? Das ist ein Nu und ein... Nee. Moment, aber das Nu ist das hier. Oder? Ja doch, doch, müsste richtig sein. Und natürlich schläft er. Hä? Ach, das sind Angriffe. Ich dachte, das wäre jetzt wieder Einschläfern. So, jetzt kann ich hier oben. Obtain 3 Ramune. Will ich da weiter? Ich weiß es nicht. Ich will ein bisschen leveln, glaube ich. Oder so. Da haben wir ein No. Na. Ni. No, na, ni. Hoffe ich. Ey, wie, also... das Problem ist, das Lesen von den Zeichen ist ja nicht mal das Problem, das Schreiben ist das Problem. Das ist unglaublich schwer, wie ich finde, das zu schreiben. Und das wird noch spaßig. Ich meine, ja, ich möchte ja nicht unbedingt viel Japanisch schreiben. Ich will ja an sich vor allen Dingen viel lesen und viel hören, verstehen können. Aber trotzdem, Schreiben ist natürlich auch geil. Ich meine, stell dir mal vor, du schreibst deiner Freundin einen Liebesbrief auf Japanisch. Ich fände das übel witzig. Sie vielleicht dann nicht, aber... Da naja gut, ich habe ja keine Freundin, aber... Ich glaube, wenn ich eine hätte, würde ich jetzt anfangen, Japanisch, auf Japanisch einen Brief zu schreiben. Das ist doch mal... Ich glaube, wenn ich das nächste Mal im Urlaub bin, schreibe ich japanische Postkarten. Das ist bestimmt ultra witzig. Ich glaube, das nächste Mal, ohne Scheiß, wenn ich das nächste Mal in Urlaub schreibe, dann fange ich an, Postkarten auf Japanisch zu schreiben. Das ist eigentlich ein bisschen gemein, aber... So, wir haben... Ich lasse euch kurz Zeit, von oben nach unten. Ich gucke auch kurz... okay. Es ist ein... Nanonu. Nanonu. Na, no, no. Ja, doch. Ja, ja, doch. Ja. Na? Das Interessante ist, dass die keinerlei Schaden bekommen. Ich weiß nicht, warum wir keinerlei Schaden bekommen. Ich check das irgendwie nicht.
Warum bekomme ich keinen Schaden? Ernsthaft? I don't get it. Das ist ein No. Bin mir auch unsicher bei meiner Handschrift, aber eigentlich soll die Reihenfolge und Richtung der Striche dabei helfen, die Zeichen selbst bei der übelsten Sauklaue zu entziffern. Man braucht eine PlayStation mit CD-Wechsler. Deswegen kaufe ich mir keinerlei Spiele auf Harddisk. Also deswegen kaufe ich mir alles aus dem PlayStation Network. Also aus dem PlayStation Store. Ich bin kein Fan von CDs wechseln, wenn es um PlayStation geht und so weiter. Hier sind überall Truhen. Okay. Fangen wir an. Oben links ist ein Nie. Da drunter ist ein Nee. Oben rechts ist wieder ein Nu und unten rechts ist ein No. Okay, Doc, du hast auf jeden Fall eins falsch, weil auf jeden Fall ist unten rechts ein No. Und ich habe nicht darauf geachtet, dass Misagi gerade verreckt ist. Das ist, schlecht. Das ist schlecht. Ja, das ist jetzt irgendwie doof. Und Erik pennt ein. Na, geile Sau hier. Okay, wir haben hier Nu. Das Nu muss weg und das No. Misaki sollte mehr Japanisch lernen. Misaki ist eingeschlafen. Ah ne, die ist tot. Stimmt, die ist nicht eingeschlafen. Die hat es leider hinter sich. Komm, mach fertig hier. Und Erik pennt einfach. Oder kann jemand reviven? Kann jemand reviven? Nee, schade. Wir haben hier Revive-Items. Gerade sogar drei frische noch dazu bekommen. Und jetzt kann unsere liebe Misaki super gerne mal noch ein bisschen... Nein. Ein bisschen blessen hier. Wir saven nochmal. Ton ist diese Truhe hier. 3200, das ist nicht schlecht. Nenu. Warum greifen die mich sofort an? Was soll das? Nein, ich hab mich verklebt. Leon, du solltest doch Nee machen. Nein, Leon. Moment, nein, ist richtig. Ich hab mich tatsächlich verklebt mit Leon, aber du solltest... Ah, gut, Glück gehabt. Ich hab Leon auf Ziel 1 angreifen lassen. Da Ziel 1 aber schon tot ist, greift er ganz noch... Alles gut, alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Alles ist wunderbar. So, und da wären wir wieder am Anfang des Spiels. Also am Anfang der... No. No. Da haben wir ein Na. Da haben wir ein Na. Und ein Ni. Und wer pennt ein? Leon. Nein, doch nicht. Ich habe irgendwie, da ist irgendwie kein Unterschied zwischen Einschlag und da ist er Schleifarsch. Warte, was ist denn jetzt los? Seit heute kannst du Ni no Kuni schreiben, das ist korrekt, Sühe. Ich kann ab jetzt Ni no Kuni schreiben. Ich kann echt mittlerweile relativ viele, also vieles schon schreiben mittlerweile.
Aber richtig, Ni No Kuni, boah, ich freue mich so auf dieses Spiel, ne? Habe ich das Nah jetzt schon mal angegriffen? Ich glaube. Na, ich weiß es gerade nicht. Habe ich schon angegriffen. Wie gesagt, Doc, ich mache mir da jetzt nicht so große, also ich bin jetzt nicht im Rush-Modus, dass ich jetzt schnellstmöglich alles lernen muss. Weil es bringt halt nichts. Also ich meine, Hiragana lernen alleine bringt dir nicht viel. Du kannst lesen, du kannst dann sagen so, ja, diese japanischen Schriftzeichen, die da stehen, die in Hiragana da stehen, heißen Sashimi, was auch immer. Die heißen so und so. Trotzdem weiß man halt nicht, was Sashimi, also was das bedeutet. Oder was die Vokabel bedeutet. Und das ist halt. Ich versuche ja immer noch, halt beides zu lernen. Also sowohl, natürlich sowohl Hiragana, als auch später dann Katakana, klar. Katakana will ich ebenfalls lernen. Aber, ich bin, wie gesagt, grammatikalisch bin ich noch, am Weiterkommen. Und beim Vokabeln. Ich bin Vokabeln am Lernen. Ihr könnt gerne mal die Leute im Teamspeak fragen, wie ich sie manchmal nerve, weil ich gerade die Vokabeln am Durchlesen bin, obwohl ich den Teamspeak nicht gemutet habe. Passiert leider. Sorry. Sorry, Jungs. Aber sowas würde ich öfter gerne haben. Wir haben von oben links haben wir ein Gar. Hallo? Da, das ist ein Gar. Das greife ich. Wo muss ich das mehrfach angreifen? Ich weiß gerade nicht, wie stark die sind. Dann haben wir da unten ein T. Ich weiß gerade nicht, ob die schwächer sind, weil das alte Zeichen sind oder nicht. Das ist ein T. Dann haben wir oben ein. Hier, das Gegenstück zum Zu. Ein. Zu. Da. Nein. Falsches. Und da unten rechts haben wir ein Ta. Ich befürchte, jetzt greife ich alle an. Nicht Ta. Ein Na, Entschuldigung. Ich greife jetzt alle an und keins von denen stirbt. Oh, das schon. Aber das war gerade auch ein übelster kritischer Hit. Das T stirbt nicht. Das Na bringt Misaki zum Schlafen. Und das Na stirbt auch nicht. Wow, jetzt kommen aber hier die Crit-Hits. Ja gut, also werde ich mal eben das T. Und dann kommt ihr beide mit dem... Na. Nein, er hat das nach ange... Ich habe mich verklickt. Aber egal. Alles gut. WB Syr übrigens. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Spaziergang. Wie hast du vorhin die Zeichen hier reinbekommen? Kopiert, mit Sicherheit kopiert, ja. Outlast, ja oder nein? Nein. Ja, Outlast 2 ist erschienen. Ich habe Outlast 1 gesehen. Ich bin kein Fan von... Also ich bin an sich ein Fan von Horrorspielen. Amnesia, Dead Space und... Was weiß ich nicht was. Horrorspiele. Ich habe auch immer noch The Evil Within auf meiner Liste und so weiter und so fort. Aber, und jetzt kommt das große, große Aber. Ich bin kein Fan von Jumpscares. Und Outlast 2 sind Jumpscares. Und ich mag kein Spiel, was auf Jumpscares aufgebaut ist. Deswegen spiele ich kein Outlast. Also ich habe es gesehen, Outlast 1. Outlast 2, keine Ahnung, ob ich es mir irgendwann angucke. Ich werde es selbst nicht spielen. Ich kann mal eben gucken, was ich hier kaufen könnte. Ich hatte nämlich gar nicht mal so wenig Geld. Warte mal, wer hat denn hier... Doch, Misaki hat das beste Schwert, was sie hat. Alle haben die besten Sachen, kann das sein? Alle haben die besten Sachen. Okay, kommen wir zur Verteidigung.
2400 irgendwas. Mal 4, reicht das? Ist die Frage. Dreimal. So, jetzt kann ich nämlich... Be sure to equip, ja. Kann ich mal eben anziehen. Was habe ich hier? Chefs are prone. Aber das kann doch hier irgendwie noch was Tolles, oder? Nee, irgendwie doch nicht. Crap. Eric. So, jetzt kann ich mich jetzt verkaufen. Bei ihm wieder. Und kann mir die vierte auch noch kaufen. Armor. Weg, weg, weg. Jetzt müsste ich eigentlich was kaufen können. Nein, was kaufen können noch. Nämlich den letzten... Travis Cloak. One. Dankeschön. Den ziehe ich jetzt auch noch an. Und dann geht's weiter. Equip ihn hier mit dem Cloak. Dankeschön. Sind wir wieder ein bisschen stärker. Und machen einen Save. Und zwar hier auf die 3. Für die japanischen Zeichen wäre das Quid. Wäre das Quid. Habe ich für die vorinstallierte Tastatur meines Smartphones japanisch runtergeladen. Für die Emojis habe ich die App Kaumoji. Ja, Kisuka hat Spaß in Bloodborne, okay, wie ich schon sehe. Also zurück in die Ghoul-Ruinen. Und wir sind ein bisschen besser. Halt, habe ich jetzt. Oh doch, ich habe. Habe ich geschlafen? Ich habe geschlafen und schon, okay. Das wollte ich nämlich. Ich wollte schlafen in der Stadt. Dun, 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 dun. Das hatten wir schon leider in dieser Reihenfolge. Also, mich würd's freuen, wenn da noch mehr Variation mit drin ist. Also, dass hier auch A, I, U, E, O und so dabei ist. Hier in dem Fall, ja, es sind schon mal verschiedene, klar. Das ist zum Beispiel oben, ist ein Ga. Dann haben wir da drunter, haben wir ein Te. Dann haben wir rechts oben ein Su. Und rechts unten ist wieder mal ein Nach. Ich finde es schade, dass sich halt einige Sachen tatsächlich wiederholen. Also, nein, ich finde es gut. Nein, halt, stopp, andersrum. Ich finde es gut, wenn sie sich wiederholen. Aber ich finde es schade, dass sich immer wieder die gleichen wiederholen. Also, die gleiche Konstellation beispielsweise hatten wir halt gerade eben schon. Das ist das, was ich schade finde. Ich finde es gut, wenn hier nochmal die alten Zeichen alle auch nochmal zwischendurch vorkommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann kannst du mal eben irgendwie hier direkt mit Glas nach angreifen. Dankeschön. So, und jetzt gehen wir schnurstracks oben rechts zur Treppe. Da haben wir ein Ne und ein Nu. Und das Ne schläfert mich anscheinend. Nein, tut es nicht. Und das Nu greift an und macht mir auch nichts. Also, Ne und Nu. Schön. Sehr schön. That's how we want it. Ja, bei denen antwortest du gar nicht mehr. Deswegen sage ich zurzeit auch immer ein bisschen schneller. Und Surprise. Surprise. Es ist doch nicht euer Ernst. Warum? Warum? Das ist doch...
Ja, wir haben da ein Ga oben links, wir haben da unter, darunter ein T und da oben rechts haben wir wieder ein Su und da unten rechts hatten wir ein Na. Ja. Aber das müsste ich euch eigentlich gar nicht mehr sagen, weil das ist nämlich genau die gleiche Konstellation, wie sie gerade eben schon. Und das ist jetzt das letzte, das ist das liebe Su. Gut, 300er Angriff, dankeschön. Aber hey, wir leveln gerade das, was ich ursprünglich vorhatte. Und sie läuft wieder von uns weg. We are catching up to her. Ja, wir haben auch nur gerade, wir waren noch mal in der Stadt und so weiter und so fort. Nö, nö, wir holen sie ein, genau. Die Frage, sie kann eigentlich nur hier lang gelaufen sein. Neu, sehr schön. Von oben links haben wir ein Ni. Darunter haben wir ein G. Haben wir? Ja. Darunter haben wir ein G. Rechts oben haben wir ein Do und rechts unten haben wir ein Go. Jetzt muss ich tatsächlich gerade kurz bei dem Shi, also bei dem Shi überlegen. Also es ist eigentlich ein Shi mit Dakuten. Ein Shi mit Dakuten ist ein G, da haben wir es. Das ist ein G. Dann haben wir ein Go. Dann haben wir ein, oben rechts ist ein Ni, das können wir mal eben direkt zerstören. Das braucht auf jeden Fall zwei Schläge. Ich hoffe, dass G hier tot. Ja, G ist tot. Jetzt am besten noch das Go-Stu. Ja, sehr schön. Das Ni müssten wir mit zwei Schlägen auch wegkriegen und dann bleibt nur noch das Do übrig. Ich kann mir das To bzw. Schrägstrich, also das To bzw. das Do auch auf eine Art und Weise merken, die ist so lächerlich. Ich hatte bei der App, die ich wie gesagt habe, Probleme immer, wenn To oder Do aufkam. Ich wusste nie, wie das gezeichnet wird. Ich habe immer dieses Zeichen vergessen. Und jetzt mittlerweile kann ich's, weil ich irgendwie mir To-Do gemerkt habe. Wer aus Code Geass. Wer aus Code Geass Todo kennt. Keine Ahnung. Seitdem ich hier Todo drin habe, kann ich mir dieses Zeichen merken. Das ist vollkommener Schwachsinn, ich weiß. Aber seitdem vergesse ich dieses Zeichen nicht mehr. Das ist Todo. Das ist ein Do, ich Idiot. Oh mein Gott. Ich hab die Dakuten voll. Bitte. Hauptsache, ich erklär's auch noch. Nein, nicht so. Oh Gott. Oh. Das tut auf so vielen verschiedenen Arten und Weisen gerade weh. Okay. Hier unten ist nur eine Kiste. Das ist der einzige Weg, den sie gegangen sein kann. Wie geil. Das ist der einzige Weg, den sie gegangen sein kann. Und hier ist sie nicht, sondern es ist eine Sackgasse. Geil. Nanonu. Wie gesagt, hier ist schon wieder eingeschlafen. Boah. Traurig, was gerade passiert ist. Aber gut. Dann hat mich mein Todo gerade enttäuscht hier. Ja. Da haben wir ein Nu, wie ich schon sagte. Nein, nicht ein Nu, ein Nu. Du schläfst, hast du ernsthaft noch den zweiten ein? Ja, da ist drum. Wachet wieder auf, bitte. Dankeschön.
Niji Dogo. Niji Dogo. Übrigens hatten wir das gerade eben auch leider schon. Ich habe das falsche G. Ich habe das falsche G ausgewählt. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe das falsche G. Ja, ich habe das falsche G ausgewählt. Es gibt hier zwei Gs. Es gibt einmal das Shi G und einmal das Shi G. Scheiße. Einmal das SHI mit Dakuten, was zum G wird. Und einmal das, ja. Das, ja. Also es gibt einmal das Shi G, also hier das G mit dem D. Und es gibt ja das Shi G, also das G hier ist das Richtige. Ja, das war nicht schlau. Und da oben ist ein Go. War eben schon. Oh, das war gerade wieder. Ich mach grad zu schnell, glaube ich. G. Go. Was greife ich denn mit einem Go an? Das ist ein Do. Ich geb's auf. Ich sag auch noch, ich mach's zu schnell. Ich sag's auch noch. Boah, jetzt wird's richtig peinlich. Jetzt wird's richtig peinlich gerade. Richtig peinlich. In welche Richtung? Runter, hoch? Ach, natürlich nicht. Boah. Nona nie. Ich bin gerade baff. Und da kommt jetzt das No hin. Habe ich das gerade richtig gesehen? Sie braucht einen einzigen Erfahrungspunkt fürs nächste Level. Wohin renne ich hier gerade? Nanonu. Claire schläft immer, gut. Und Claire schläft immer. Nee, Nu, Entschuldigung. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder einen Fehler gemacht. Auch nicht weiter. Ha!
Ja, das, die kennen wir mittlerweile. Da haben wir ein Nie. Du greifst bitte mit einem Go an. Erik greift mit einem G an, aber mit dem richtigen diesmal. Und du greifst bitte mit einem Do an. Warum? Warum tut mir das hin? Nie. Do, wo ist denn Do? Do. Gut. Ich sag, hier jetzt auch ihr Level ab, sehr schön. Ich werde hier gerade wirklich von allem genervt. Nona nie, by the way. Aber an sich ist das gar nicht schlecht. Nein. Nicht schlecht, was wir hier tun, weil dadurch leveln wir endlich das, was ich ja eigentlich tatsächlich heute im Stream offscreen vorhatte. Nur da wir jetzt die neuen 5 Hiragana gelernt haben, ist das natürlich ein bisschen nach hinten losgegangen. Was mich zurzeit sehr wundert, ist, dass ich hätte gedacht, dass Na Ninune no zusammen mit Mami Mumemo gewesen wäre, aber ist es nicht. Also beispielsweise mit Dakuten etc. ist es nicht. Werden wir mal schauen. Werden wir ja alles noch sehen in den späteren Lessons. Wie gesagt, ich habe mir soweit die Hiragana ja noch nicht angeguckt. Ich lerne die ja nur quasi mit meinem Buch und dem Spiel hier. Mit dem Buch bin ich zurzeit halt in vielen Grammatikkapiteln. Und hier haben wir oben links ein Ni, dann ein Ne unten rechts. Unten links meine ich. Dann oben rechts ein Nu und unten wieder ein No. Nie. Nie. Ein Nee. Und ein Nee. Jetzt wird jetzt wieder eingeschläfert. Misaki kriegt keinen Schaden. Finde ich gut. Mit dem kleinen Problem, dass der Schlag von Leon gerade zu stark war und ich dadurch den falschen angegriffen habe. Na gut, Nu. Was tue ich da? Nu. No. Nein. No. No. Nein. Oh, jetzt habe ich mit Leon wieder den falschen angegriffen. Aber bis dahin sollte er eh tot sein. Bin ich genau. Ja, perfekt. Jetzt bleibt Leon nur eine Person übrig. Und Claire schläft ein. Ja, schlaf ein, Claire. Ist okay. Ist sei dir verziehen, dass du einschläfst. Mitten in einem Kampf gegen Hiragana Warriors. Na gut. Da ist eine Kiste schon. Und ich nicht komme ohne Kampf. Ah, doch, komme ich. Obtained Katana. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwie besser ist. Okay, never mind. Sie sind doch aber heftig stärker. Wow. Wow. Okay. Wir haben wesentlich stärkere Waffen jetzt gefunden wieder.
Jetzt bin ich gespannt. Eigentlich müsste ich dann damit schon... wir haben ein Ne und ein Nu. Wenn wir jetzt hier... Ne... Du greifst bitte das Nu an, das interessiert mich gerade. Dann greifst du wieder ein... Du greifst auch das Nu an. Und du greifst das Ne an. Wie viel Schaden macht Misaki jetzt? Ah, 240. 280. So viel mehr ist das jetzt irgendwie auch nicht, was sie an Schaden machen. Schade, ich dachte, das wäre jetzt noch ausschlaggebender. Naja. Kann ja nicht alles haben. Da haben wir endlich meine Treppe. Und das meine ich. Wie gesagt, jetzt kommen auch alte Zeichen, aber es kommen halt alte Zeichen, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Na. Na. T. Alter, T ist da unten. Und natürlich ein Ga oder ein G. Nein, nicht G. Su. Hoppala. Hoppala. Entschuldigung. Das ist ein Su. Da will ich schon beinahe wieder einen Fehler machen hier. So, und da haben wir zufälligerweise noch ein Ga. Was kein Schaden macht. So, das sollte reichen. Um ein Gar fertig zu machen. Dankeschön. So, sind wir jetzt gleich mal hier. Mit der Lesson durch. Ni, ne, nu, no. Das ist gerade witzigerweise alle am Leben, was total dumm ist. Na egal. Okay, vielleicht ist es auch nicht ganz egal. Das ist jetzt sogar ziemlich uncool. Nur und nie. Oh, wow. Nee. Oh, und da ist unser Leon wieder aufgewacht. Dankeschön. Könnte ich jetzt bitte durch die Treppe kommen, ohne einen weiteren Kampf zu haben? Das wäre total toll. Na, 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 na. Yes. Okay, das sieht nach Speichern aus. Tun wir es mal. You again? What is your seek? We know you're trying to assist Noboru. We are here to stop you. Right. Good luck with that. Please, at least tell us your motive. Motive? Motive? Motivation? Ich hätte jetzt Motivation gesagt. For helping him. Why do you wish to bring destruction to this country? You assume my motivations are the same as my brother's? I cannot begin to compare
comprehend his plans, and neither you can you. However, I will assist his efforts to the best of my abilities. As it stands, you are a thorn in our side. Noboru will have to you removed from the picture. This should do the trick. With the power sealed within this coffin, I will send you an alternate dimension. Sayonara. Spooky place. Where we really transported to another dimension? Stay close together. I will treat your wounds. Okay, wir werden geheilt. We don't know what could be around the corner, so keep on guard. Ich save nochmal. Ich nehme an, ich soll nicht in die Löcher fahren. Okay, kann ich gar nicht. Geiles Spiel. Okay. Cool. Okay. Das kam jetzt, wie ich finde, unerwartet. Aber sehr geil. Gefällt mir. Aiweo appears. They are not Hiragana warriors. What on earth is going on? English letters are attacking us? It would appear that this truly is an alternate dimension, just like the woman claimed. So, what do we do? I have a theory here. If we hit these English letters with the correct Hiragana, they translate to "we could defeat them." Wait, so it's the opposite of "we normally do"? They are Latine warriors. That seems to be the case. So Misaki is saying that if we go whack that letter A over there with the Hiragana A, we should damage it. All right, get ready to battle. Das ist die Frage, wie stark die sind. Das würde mich interessieren. Also das ist natürlich mal unser A. Dann haben wir hier unser I. Ich habe keine Ahnung, wie stark die sind. Deswegen U ist das da. Und das jetzt ja E zum Beispiel. Kannst du mal E angreifen. Ich bin gespannt, ob die jetzt One-Hit sind oder nicht. Scheiße. Well, that could be pretty funny now. Ja, ist ja gut jetzt. Hab das? Ah. Okay. Also A, I, nein, das war falsch, Misaki. I ist das da. Dankeschön. Und du greifst bitte das O an. Na ja, greif das A an, Leon. Greif ruhig das A an. Es wird schon nicht mehr da sein. Also alles gut. Dankeschön. So. Wow, das geben aber irgendwie erstaunlich viele Erfahrungspunkte. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das hier bei AIEU bleibt oder ob da jetzt Kegiga. Okay. Cool, finde ich gut. Also ein K haben wir, Moment, das ist G, da ist ein K. Ich greife mal lieber zweifach an mit dem K. Dann haben wir ein A und ein... Also du kannst mal das... Ja, kannst du das A angreifen? Nee, greif mal das G an tatsächlich. Das ist das... Nee, das ist Guard, Entschuldigung. G ist das. Und das A greift mal bitte Leon alleine an. Also in dieser Dimension gibt es einen bösen lateinischen Magier, der Japaner angreift. Jetzt ungefähr Mace. Ungefähr so. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das sind Latein Warriors. Gut. So, und da kommt das G. Bitte mach's One-Hit. Dankeschön. Sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, wo ich lang muss. Das ist jetzt ein bisschen doof.
Ich wusste es, ich laufe in der Sackgasse. Ich hätte darauf aufpassen müssen. Eshido. Geil. Finde ich coole Idee. Also finde ich, nicht nur Idee. Also das ist ja das, was ich sowieso schon in der App beispielsweise tue. Jetzt ist die Frage, reicht ein E schon? Eventuell reicht schon ein E. Warte mal, vielleicht solltest du doch nicht das E angreifen. Greif mal das Do an. Dort. Greif mal das Do an, bitte. Du greifst mit ebenfalls das Do an. Erik, greift mal bitte das Shi an. Nein, das war das Do. Shi. Und du greifst mal bitte das E an. Ach, das war schon beim ersten Hit, deswegen habe ich jetzt gerade... Okay, ja. Misaki hat die falsche angegriffen, weil das schon tot war. Alles klar. Ich habe mich gerade gewundert, warum da 0 stand. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas falsch gemacht. Aber nein, ich habe alles richtig gemacht. Sie war nur leider schon vorbei. Revive learned. Misaki kann jetzt reviven. Das Schlimme ist, sie ist die Erste, die stirbt, wenn jemand stirbt. Also bringt mir das jetzt mit dem Revive auch nur minimal was, ne? Ikago. Das Schlimme ist, ich wollte ja eigentlich nur kurz Hiragana Warriors grinden. Schön. Ja, Claire, greifen wir das I an. Das ist aber ein U. Dankeschön. Du greifst mal bitte das K an. Erik greift aus Versehen auch das K an und du greifst bitte das Go an. Und ja, das war jetzt falsche Verteilung. Das I ist noch nicht tot. Aber Erik greift jetzt gleich greift jetzt gleich ein K an, was nicht existiert. Ja, Erik greift jetzt voll ins Leere an. Okay. Dass Claire es nicht schafft, alleine ein I zu töten, das ist schon ein bisschen traurig. Claire, müssen wir nochmal reden, ne? Ich weiß ja gerade nicht, wohin ich muss. No geht's, Seze. Okay. Okay. Fangen wir von hier an. Fangen wir mit dem G an. Das G ist hier. Du greifst bitte ebenfalls das G an. Einfach nur, damit das auf jeden Fall weg ist. Es ist eigentlich traurig. Nein, du greifst das nicht an. Nein, du das, nein. Du greifst das G an und wehe, du machst es nicht alleine fertig. Dann kann Misaki das C angreifen. Also je nachdem, also kann das C mal angreifen. Erik kann das... An sich das No angreifen, weil das No sowieso nicht mit One-Hit stirbt. Und jetzt bleibt nur noch das Se übrig und das Se haben wir hier. Kriegen wir alle mit einem Mal. Schön. Ich bin ja begeistert. Und da ist eine Kiste. Ja, habe ich ja schon eben gesehen gehabt. Knuckle-Dusters. Und lass mich raten, es ist endlich mal. Ja, dankeschön. Was Besseres für Sie. Skills. Fangen wir an zu blessen hier. Oh, sie kann auch schon revive. Ha, Claire kann revive. Das ist ja toll. Claire kann reviven. Herrlich.
Na toll. Ich laufe hier nur in Sackgassen. Kegiga, Kegia. Okay, okay. Ke haben wir hier. Jetzt ist die Frage, kann Misaki das jetzt wieder alleine oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Machen wir noch ein... Also das Gi ist... das ist Ki. Das ist Gi. Du machst dann lieber auch mal ein Gi. Und Leon macht mal das A da weg, bitte. Okay, Claire hat es mittlerweile wieder alleine geschafft und anscheinend schaffen es alle alleine. Es sei denn, Leon macht jetzt Mist. Dankeschön. Ich weiß halt jetzt gerade nicht, wo ich lang muss. Ich hab keine Ahnung, wo ich muss. Nogis Hese, lass mich mal überlegen. G. Ich bin hier in der Nähe von einem G. Das hier ist ein G. Wo bist du in der Nähe? Du bist bei einem G. Mach mal hier ein C. Erik, wo bist du? Ja gut, du bist in der Nähe von einem S. Und unser Leon versucht es mal wieder mit einem No. C stirbt nicht. Ärgerlich. Und Misaki ist eingepennt. Oh, wer hat denn das C angegriffen, wenn ich mal fragen darf? Wer war denn hier wieder zu schwach? Halt, das ist ein See. Halt, das ist das C. Wer war denn hier schon wieder zu schwach? Na, und ich bin natürlich ebenfalls wieder falsch gegangen. Edoshi. Den hatten wir, glaube ich, auch schon, ja. Mittlerweile solltest du das eh alleine hinbekommen. Du bekommst gar nichts alleine hin, meine liebe Misaki. Du kannst aber mal, weiß ich nicht, ja, das Ski kannst du mal machen. Erik macht vorsichtshalber das Ski auch noch mit und Leon kümmert sich um das Do, wenn ich es finde. Hier ist das T, To, das Do. Aha, es geht doch. Wieder zurück hoch. Und da in die... Entschuldigung, ich muss an die Truhe. Bitter, aber ich muss an die Truhe. Denuneto. Denenuto. Ich muss an der Truhe, an die Truhe, das tut mir leid. Auch wenn mich eventuell ein paar Leute dafür jetzt hassen werden, aber... So ist das halt. So einfach ist das leider. Da haben wir das D. Misaki kann mal das, ja, weiß ich nicht, nee. Oder das To. Eigentlich kannst du das To angreifen. Da. So, und dann haben wir noch Nenu. Das ist das Nu. Und bitte einmal das Nee. Vier Buchstaben, vier One-Hits will ich sehen. Was kannst du eigentlich, Misaki? Was kannst du eigentlich? Lasst niemals ein Tor unbeaufsichtigt. Was war das denn? mein Ernst. Lasst niemals ein Tor unbeaufsichtigt. Es schießt euch mit einem Maschinengewehr ab.
What happened? Okay, alles auf das Tor. alles auf das Tor. Okay. wir haben ein D. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Wo haben wir das D? Da. Und ja, und entweder nur oder nee. Und jetzt hat er hier gerade das Nee. Ja, das war jetzt. Ja. Es ist nicht nur das Tor, okay, es ist nicht nur das Tor. What's happening here? Tor wie tot. Alle auf das Nu. So. Alle vier Level up, sehr schön. Das wird, gibt mir nicht die Truhe. Das müsste nämlich was für unseren lieben. Ich hab seinen. Ich vergesse seinen Namen immer wieder. Von dem Blauhaarigen. Ich vergesse seinen Namen. Tomahawk, sag ich doch. Eric. Ich vergesse immer wieder Eric. Tut mir leid, ich kann. Werde mein Sohn später, falls ich jemals einen Sohn haben werde, werde ich ihn niemals Eric nennen, weil ich werde dann immer wieder vergessen, wie mein Sohn heißt. Es tut mir leid an die Erics dieser Welt. Es tut mir leid. Das tut mir unfassbar leid. Hier haben wir ein Co. Und das ist ein Go. Da ist mein Co. Co. Ja, jetzt ist die Frage, wer greift was an? Kosu zu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich. Su. Ich glaube, er greift das Su auch noch mit an. Und du greifst das Zu an. Wenn ich gerade nicht dran vorbeigehen würde, da. Okay, ist irrelevant. Und solange Leon jetzt das Zu auch One-Hit macht, ist das alles irrelevant. Sehr schön. Das war aber doch ein Ski, was? Was war ein Ski? Habe ich gerade irgendwas Falsches gesagt? Also ich habe es auf jeden Fall richtig gemacht. Eventuell habe ich was Falsches gesagt. Lass mal. Wie sieht's mit meinem Leben? Oh. Lest den Chatverlauf. She. Du kannst Tod nicht ohne To schreiben. Das war aber doch She. Bin ich verwirrt. Uta. Dann haben wir ein U. Und ein Ta. Und vorsichtshalber machen wir hier nochmal ein Ta und nochmal ein U. Ich würde jetzt gerne wieder in meine Welt und entspannt einfach tatsächlich für heute aufhören. Das wäre total toll. Finde ich super. Verdammt! Kosozu. Ko. Su. Und Su. Da, wenn das zu lange dauert, kommt hier auch noch ein Su.
I think we can go down through that pit here, there. Oh man, it's so dark down there. We don't have a choice. It's the only way forward. Here goes. This? Okay. Ich spring auch einfach immer gerne hin. Das ist doch nicht euer Ernst. Es geht noch weiter. Ich will doch einfach nur... Na gut, okay. Uta! Ta, Moment. Das ist Ta. Nein! Du sollst nicht das... Ach komm, greif einfach mit irgendwas an, Leon. Das wird nicht nötig sein. Bitte, lasst mich hier raus. Ich bin ein Star. So, nach unten muss ich schon mal nicht. Da muss ich auch nicht lang. Also ich versuche jetzt gerade den kürzesten Weg, den es gibt, zu wenden. Gususa. Da hätten wir angefangen, ein Gu. Dann hätten wir ein Su. Und ein Sa. Habe ich gerade das Richtige ausgewählt? Ich glaube schon. Ja, das hier ist ein Sinn. Oder? Ja doch, 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 klar. Sicher. Hoch mit mir. Ich weiß jetzt nicht, ob wo lang. Da lang, natürlich. Damn it. Sauki. Ki. Sa. Oh. Was habe ich getan? Habe ich gerade Gi genommen, nicht Ki? Mit was habe ich gerade... Moment, das will ich jetzt wissen. Womit habe ich angegriffen? Ich habe mit Claire gerade irgendwas Falsches ausgewählt. Was habe ich denn ausgewählt? Habe ich gerade... Entweder habe ich ein Sa ausgewählt oder ein Gi ausgewählt. Was habe ich da gerade ausgewählt? Ja, ein Gi statt ein Ki. Na toll. Ja, dumm. Mein Fehler. Ja. Ja, habe ich verguckt. Verguckt. Achso, ja, ja, alles egal. Verguckt. Einfach schlicht und ergreifend verguckt. Und hier komme ich natürlich nicht weiter. Das war ja zu sehen, weil da hinten ist ja der Sarg. Ich muss ja... Es ist ja wie bei Harry Potter. Der eine sagt, folge den Spinnen, der andere sagt, gehe zum Sarg. Kommt aufs Gleiche bei raus. So ungefähr. Ja. Ja, jetzt hat Leon den falschen, egal. Und da ist mein Sarg. That coffin there. Could that be the way out? It is possible this alternate dimension is contained with the coffins we saw in the ruins? Was? I can't stand a moment longer here. We gotta try the coffin. I see you made a back life. That's enough. We're finished this now. Yeah, sure. I will come back for you another time. She is gone again. Whew, it feels like we are never gonna get anywhere with her. We need a rest. Those last battles were exhausting. We will definitely see her again. Until then, we should rest up and continue our studies. Yay! Quests! Was? Nein, wollte ich nicht. Quests, die wir beim nächsten Mal machen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Quest, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber machen wir beim nächsten Mal. Dun, dun.
Ja, machen wir beim nächsten Mal. Wir gehen noch eben hier kurz was verkaufen. Ei. Jetzt gucken wir mal, was wir noch kaufen können. Drei Stück hiervon können wir noch kaufen. Und von diesen Huten können wir, glaube ich, auch noch welche kaufen. Und zwar genau einen. Obwohl, ich glaube, davon wollte sie gar keinen. Ich kaufe einfach mal einen. Wir werden es gleich sehen. Richtig, von dem will sie keins, weil das hier ist, die beiden brauchen noch Backlers. So. Okay. So, jetzt werde ich hier speichern, weil wir hier dann das nächste Mal weitermachen. Aber, also ich speichere jetzt hier auf Speicherpunkt 3. Wichtig, ich muss nachher beim nächsten Mal Speicherpunkt 3 laden. Wir gucken trotzdem Preview-mäßig, was als nächstes kommt. Wie wir es eigentlich sonst immer gemacht haben. Welcome back, let's carry on with the next lesson. It's time to learn our next set of Hiragana characters. 5 new characters. I will go through to each. Und da, was? Das kennen wir doch. Ne, das kennen wir fast. Oha! Oha! Das linke ist fast ein Ke mit einer Schleife, also mit einer Schlaufe unten dran. Okay. Hahifu. Fuheho. Hahifuheho. Warum denn Fu und nicht Hu? Warum denn Fu? Aber gut. Das sehen wir beim nächsten Mal. Das linke vom linken ist Teil vom L, oder? Was? Denkt dran, das Fu wird minimal anders geschrieben, wie es jetzt hier gezeigt wird. Also, wie es geschrieben wird, ist ja immer ein bisschen anders als das. Kann man wahrscheinlich entweder in einem Stroke oder in zwei Strokes schreiben. I, nicht L. Was? Das linke vom linken ist Teil vom I. Doc, um deine Frage zu beantworten. Moment, wir sind bei Hahihuheho. Moment. Oha, die werden hier in meinem Buch unglaublich unterschiedlich geschrieben. Ach du Scheibenkleister, wie soll man die denn erkennen? Also ja, das in der Mitte das Zeichen, das Fu wird sehr, sehr, sehr unterschiedlich geschrieben. Cool, interessant. Egal, da kümmern wir uns wie gesagt beim nächsten Mal drum. Ich sag an die YouTube-Leute bis zum nächsten Mal. Tschüss.